Hallo und herzlich willkommen hier zum nächsten Part zu Let's Play Crusader Kings 2 Reaper's Due mit den Avaren. Ja, und mir ist ein kleines Missgeschick geschehen. Und zwar ist in meinem letzten Part, beziehungsweise bei meiner letzten Aufnahme, war meine Festplatte voll und habe dementsprechend leider nicht aufgenommen, obwohl ich eigentlich aufgenommen habe. Beziehungsweise gibt es die Datei dazu aber nicht, aufgrund der überfüllten Festplatte. Und dadurch haben wir jetzt, oder habe ich jetzt ein Part gespielt, ohne das aufzunehmen. Deswegen sind wir jetzt auch schon 889. Aber ich kann kurz trotzdem dazu sagen, was dort passiert ist. Wir hatten ein paar Hochzeiten durchgeführt, Krieg gegen die Bulgaren geführt und leider verloren. Und sonst war es das auch eigentlich. Und wir hatten noch einen Aufstand niedergeschlagen. Und zwar, wer war das? Der hier unter anderem. Und noch irgendwie zwei, drei andere. Ich weiß jetzt nicht genau wer. Und ja, würde ich sagen, starten wir einfach durch. Ich hätte das jetzt zu schade gefunden, das Let's Play deswegen fallen zu lassen, auf gut Deutsch gesagt. Und deswegen, ja, mal gucken, wie das jetzt hinhaut. Also der Byzantiner hat sich hier dieses Herzogtum geholt. Ich weiß gar nicht, was das für ein Herzogtum ist. Kavuna hat er sich noch dazu erobert von Bulgaren. Der Bulgare hat sich weiter in den Osten erweitert, wie man dort sieht. Und also europäisch, beziehungsweise im, ich sag mal, westlichen Europa sozusagen, wird er schwächer. Aber dafür holt er sich halt Provinzen im Osten, die da wiederum, oder wodurch er dann wiederum mehr Truppen hat, oder viele Truppen hat. Die Provinz haben wir an unserem Bruder abgegeben, Kuba. Die läuternde Flamme ist ein Spitzname, beziehungsweise ein, ja, wie nennt man das, Spitzname, Titel, wie auch immer. Jesu Stimme, achso, weil er besessen ist. Okay. So, dann können wir mal Gundes hier. Geben wir mal hier Wirtschaft. Genau. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir noch verheiratet hatten. Genau, ihn hatten wir mit der von der Bayerischen Revolte, das ist die Herzogin von Österreich. Ich hoffe jetzt nur, dass sie entweder gewinnt sogar. Das wäre natürlich sehr gut. Ich weiß nicht, was der Kriegsgrund hier ist. Wahlmonarchie, okay, schade. Das hätte ich gesagt, wenn sie an den Thron kommt, wird ja der Nachfolger, wie man hier sieht, ein Pavalit. Heißt ein Familienmitglied und das wäre dann die Seng Pavalit. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das da jetzt weitergeht mit der Hochzeit etc. So. Ah, soll sie grausam bekommen. Fischspiel, ja, grausam. Und sonst hatten wir ihn mit den Klaus von Köln. Hatten wir sie verheiratet? Sie noch gar nicht, sehe ich gerade. Können wir mal gucken. Ach ja, sie ist eine Nonne. Okay. Da kann man natürlich nicht verheiraten. Und sonst meine restlichen Kinder sind noch nicht im heiratsfähigen Alter. Wir werden sie aber mal mit dem... mit dem von Pex verheiraten. Ihn werden wir mal mit der Gräfin von Durostrum verheiraten. Sehr gut, hat hingehauen. Oh ja, Burgundisch, Anführer Burgundische Revolte. Ja, okay. Da müssen wir mal eben kurz gucken. Wie sieht denn das aus mit der Revolte? Okay, das beobachten wir erstmal. Da wird uns schon nichts weggeheiratet. Gucken, wie wir die dann verheiraten können. Was gibt's da sonst noch so? Nee, Halbdukes von Colonia. Okay, Herzog von Burgund. Nee, ist zu alt. Unser Sohn ist gestorben. Im Alter von 27 an Krebs. Mist. Ja, okay, sie hat auch schon 9. Ein Carpetinger. Allerdings, naja, der Nachfolger bleibt trotzdem. Eigentlich der aus unserem Hause. Sie hat gerade noch eine Tochter bekommen. Das war, glaube ich... Achso, okay. Wir haben auch Konkubinen, das können wir wohl immer noch haben anscheinend. Und jetzt gucken wir mal, wann wir unsere... Ja genau, Stammesorganisation machen wir mal auf hoch. Hier werden wir unseren neuen Thronfolger mal nominieren. Beziehungsweise unser Erben.
Okay, können wir hier gar nicht irgendwie auswählen. Da frage ich mich auch, woran das wieder liegt. Oder haben wir den schon? Das kann auch natürlich damit zusammenhängen. Haben sie abgelehnt. Suboptimal. Das ist natürlich doof, weil wir brauchen die absolute. Hier, wir brauchen hier absolute Stammes- bzw. maximale Stammesorganisation, um eine Feudalmonarchie durchsetzen zu können. Und wir haben wieder neun Erben. Also irgendwie wechselt das auch hin und her. Da ist er. Wo ist. Ach so, von meinem Bruder der Sohn. Okay. Auch eine Frau schon. So, jetzt, wann können wir das wieder durchsetzen? Da müssen wir mal eben gucken. Am 12. September 901. Ah, 9 Jahre noch warten. Und wir haben Hochzeitsangebot. Oh, fahr mal weg. Okay. Er hat auch einen Sohn, 15. Ach Mist, der ist schon mit irgendeiner verlobt. Mit der Tochter vom König von Austrasien. Okay, warum Austrasien? Ist das ein nominell? Ist das ein nomineller Titel? Hab ich jetzt zum ersten Mal davon. Eigentlich ist es ja Mittelfranken. Mundschenk, jawohl. Und neuen Befehlshaber. Haben neuen Erzrivalen, beziehungsweise sind welche was neue Erzrivalen. Oh, was ist das denn? Ich sehe hier gerade einen Aufstand oder ähnliches. Oder hat sie was gegründet? Kagan. Bestimmt. Ja, genau, weil er gestorben ist. Und die es nicht geschafft haben, das Stammesland zu bauen. Und dementsprechend, weil das ja hier Nomadenland ist, wie man sieht, hier diese vier Provinzen, hat sich dort ein. Wir haben sich dort wieder Nomaden zusammengesammelt. Greifen wir die an? Mein Freund ist gerade im Krieg, das mache ich. Wir greifen den an. Mal gucken, was für unser, weil wir zu viele hier bei sein Limit haben. Gucken wir mal, was zu dem Herzogtum dazugehört. Okay, nichts. Schade. Aber dann greifen wir uns mal Galic. Weil hier haben wir es ja hingekriegt, dort Stammesland zu errichten. So, mal gucken, was das wird. Jetzt versammeln uns hier in Bihar. Haben auch einen neuen Agentenführer. Nehmen wir mal sie. Immer wichtig, dass man darauf achtet, dass sie ermögen. Desto eher werden die auch für einen stimmen. Mein Rat, wie sieht das nochmal momentan aus? Guck, sie mag mich und sie ist direkt Loyalist, das Beste eigentlich, was geht. Die anderen sind ruhmsüchtig, heißt, sie wollen Land im Endeffekt gewinnen, ihre Reiche vergrößern. Beziehungsweise stimmen sie dann dafür für mich. Wobei mich das ehrlich gesagt wundert, dass sie dann nicht für das feudale System sind. Aufgrund von, dass wir dann Milit oder was heißt militärisches, aber besser für unser militären System haben. Hofgeistlichen nochmal holen hier. Bisschen versuchen mal ein paar Länder zu konvertieren. Okay, sehr gut. Da hat es schon mal hingehauen jetzt. Bei den Yardwinger. So, ich sehe auch schon, wir haben da ziemlich viele Verbündete. Ah, die haben bestimmt wieder so eine starke Reiterarmee, da gehe ich mal von aus. Ah, könnte sogar was werden. Wo ist ein Aufstand? Die Kingsinger. Unser Sohn ist gestorben. Unser einziger sogar, der noch lebte. Sonst uns von ihr scheiden, wenn das geht. Geht leider nicht. Mist. Er will Gundes. Jo, kann er haben.
Das ist natürlich jetzt doof, dass unser Sohn dort nicht mehr lebt. Großhäuptling von Temis, ja, komm, nimmst du den? Sie. Den von Braunschweig. Gunis nimmt mal. Diesen irischen Grafen da. Sie hatte ich glaube, ja, sie hatte ich gerade verheiratet, sie noch nicht. So, nimmst du mal ihn. Ist immer wichtig, dass man hier ein bisschen guckt, dass man die weltweit verkuppelt. Hat immer Vorteile. Besser als nur irgendwelche Höflinge oder sowas zu heiraten auf. So, übrigens, Nomadengebiete, da man die ja verliert, die kann man halten, indem man dort ganz einfach also im Vorbaut. Heilige Krieger nehmen wir mal. Ich habe eh fast nur Ungläubige um mich rum. So. Das war übrigens ein Sa Gastgeber, der zu uns kam und uns erobern wollte. Den habe ich allerdings schön konvertieren lassen. Zum Christentum. Perfekt, jetzt haben wir Galitsch erobert. Damit geht's weiter. Dann geben wir mal. Wen können wir denn mal was geben? Bisschen gucken mal hier, wo. Er zum Beispiel noch gar nichts. Den machen wir dann mal. Dann zum Häuptling. Ui, was ist da denn los? Byzantiner erklären mir den Krieg. Was? Oh, was ist da denn los? Ländereien. Unser Neffe hat das irgendwie wohl geerbt. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh Mist. Jetzt erklären sie uns hier den Krieg auch noch. So, dann mal schnell einen neuen Geistlichen rumschicken hier. Können auch nach Polen mal. Holen wir uns mal die Armee hier. Stammesarmee. Wir werden natürlich möglichst versuchen gegenzuhalten. Ich weiß, der Krieg ist verloren schon von vornherein. Aufgrund der wirklich starken und großen Armee der Byzantiner. Aber sich einfach so, sag ich mal, unterdrücken zu lassen, ist auch nicht von Vorteil. Ich sehe gerade. Eigentlich müsste er doch besser. Na, egal. Armee kriegen wir auch schon zusammen. Aber deren ist 100 pro besser. Gut, geht das los. Den können wir leider bestimmt nicht mehr helfen. So. Ich will noch ein paar Hochzeiten machen. Nützt ja nix. Nehmen wir ihn. Und wir haben hier noch einige auf dem Hof, sehe ich gerade, die von uns noch nicht so wirklich verheiratet sind. Also von unserer Familie aus. Ah, mit dem von Sardinien. Sie war die Nonne, genau. So. Jetzt heißt es hier mal Angriff. Wir haben schon knapp 10.000 Mann dort zusammengekriegt. Könnte eng werden jetzt trotzdem.
Jawohl. Dann wird trotzdem Sieg errungen gegen die Byzantiner. Das meine ich halt damit. Ja, okay, das sind 15.000 Mann. Wie gesagt, unser Bruder ist gestorben. Er hat das Land geerbt von Persechen. Wie gesagt, das ist ein verlorener Krieg, aber niemals aufgeben. Soll er dann halt, vielleicht wird er dadurch geschwächt irgendwie militärisch oder ähnliches. Und führen dann dadurch irgendwelche Vorteile. So. Habe ich jetzt irgendwie hier was übersehen oder was meint er mit Titel? Und sie machen wir mal auf Kriegskunst. Da kommen jetzt nämlich 16.000 Mann. Und wir werden bald weg sein. Da bringt auch der Verteidigungsbonus nichts. Überhaupt nichts. Oh Mann. Oh Mann. Das wird überhaupt nichts. Gucken hier. Die schicken wir mal. Den schicken wir mal hier hin. Irgendwie haben die alle überhaupt keinen Bock auf Katholizismus. Das Gefühl. Die Schweden auch nicht. Adelsbräuche. Technologie wieder klauen, ist immer gut. Da unten haben wir auch verloren. Da haut er irgendwelche Rebellen weg. Will man Tempel bauen? Aufgebrachte Nomaden, falls sie nicht über mindestens zwei Gebäude in die Kontrolle. Achso. Zwei Gebäude mal hinzimmern, dann sollte das schon laufen. Ist Böhm gerade christlich geworden, sehe ich das richtig? Oh ja. Sind sie. Gut, wir kapitulieren gegen Byzantiner, das bringt so weiter nichts. Sollen sie das haben? Kann ich auch nie mehr was klauen hier, ne? Okay, die Provinz haben wir immer noch. Unsere Gattin ist gestorben. Heiraten wir mal die Gräfin von Verona.
Warum unbedingt dieses Feudalsystem? Unsere Konkubine ist schwanger. So, sie ist ja noch an der Macht, sehr gut. Unsere Nichte ist das sogar. Ach was. Okay, die Königsmutter ist gestorben. So, ihn schicken wir den letzten Versuch nach Perm. Wenn das nicht gehört. Nee, okay. Dann nicht. Da unten sind Räuber. Schicken wir unsere Armee mal Richtung Süden. Die das hier. Plünderer besiegt. Sehr schön. Ach, Temmes haben die erobert, sehe ich gerade. Ja, Sollen sie glücklich damit werden? Der Byzantin ist ein starker Nachbar. Das ist das Problem. Ich weiß nicht. Wie wir das jetzt hier machen. Polen vielleicht angreifen. Ich würde mich gerne irgendwie mit Böhmen verbünden, jetzt weil Böhmen doch schon ganz schön groß ist. Hat sogar zwei Töchter, aber ich habe keinen Sohn, glaube ich, oder? Nee. Die werden besetzt da hinten, die Bulgaren. Ja, ich glaube, ich greife die gleich mal an. Schön für Moldau oder so. Ich sehe gerade, die haben nicht mehr so das starke Heer. Und sonst auch ziemlich besetzt. Okay, das ist halt da die Revolte. Oder eine Walachei. Walachei wäre natürlich auch nicht schlecht. Nee, das bringt nichts. Mit den Unfähigen. Verlöbnis brechen. Finden wir einen besseren für sie. Serbien bringt nichts. Thrakien. Nee. Jo, da ist er jetzt mit dem Prinzen, also Thronfolger von den Ostfranken, verheiratet, auch wenn die, glaube ich, nicht mehr so groß sind, ne? Ein paar Provinzen. Naja. Nur ein Verwalter. Aber den
abholen versuchen. Oh, man kann da sogar, die lassen ihn sogar hin. Gut, dann werden wir jetzt mal einen Angriff auf die Bulgaren probieren. Oh Gott, ich sehe gerade da die sogar neuen Anführer. Also hat der wohl überhaupt keine Truppen. Was ist denn sonst sein? Ah, von Grodno da hinten, okay. Ja, dann Krim, nö, Moldau. Moldau sind 3, das sind 4 Provinzen. Haben wir uns Moldau. Verbündeten noch rufen. So, auf geht's. Da hat er 8000 Mann mal eben. Oh Gott. Jetzt müssen wir hier eben auf Pause machen. Weil eigentlich hätten wir mehr, würden meine Vasallen nicht einfach immer überall hinmarschieren, wo sie gerade lustig zu sind. Okay. Wir hätten irgendwas schon mittlerweile mit 12.000 oder so. Aber juckt die ja überhaupt nicht. Okay, unsere Gattin ist beim verdächtigen Unfall gestorben. Bestimmt damit wir nicht Verona bekommen, gehe ich mal stark von aus. Da mit der von Padua. Ja, für uns, für Tourist-Tower. Nämlich eigentlich genau die Provinz darunter. Zehntausend Mann haben die. Kreuzritterkönige, das Herzland des abendländischen Christentums wird von den Ungläubigen belagert. Verzweifelte christliche Herrscher haben seine Heiligkeit Papst Jonas den 8. überredet, seine Absicht zu schmieden, eines großen und gerechten Bündnisses zur Vertreibung der Heiden im Namen des Herrn zu verkünden. Dies ist der Beginn eines neuen Zeitalters, große christliche heiliger Kreuzzüge, der Kreuzzug, Deutschwult. Okay, Auftrag wurde abgebrochen. Der Deutsche Orden. Oben in Drosten. In Drosten? Wo ist denn Drosten? Das wird irgendeine Unterprovinz sein. Ach so heißt der Typ. Ach so, okay. Ich dachte, so heißt die Provinz. Okay, das kann man jetzt in Heiligen Kriegen und so ausrufen. Gleiche mit den Jakobsrittern. Die Ritter von Calatrava war auch. Ich guck mal, ob ich mir das leisten kann. Weil dann würde ich die ganz gerne gegen die Bulgaren hier schon mal. Die sind ja noch nicht Christ oder sind ja nicht christlich, sondern Romanova jetzt. Und für, warum nicht, ne? Monatliche Kosten sind dann relativ hoch. Werde ich mir hier mal die Deutschen Orden anwerben. So. Bewegen wir den mal hier hin. Die kann natürlich übrigens nur im Kampf gegen heidnische Gegner einsetzen, nicht gegen irgendwie andere Feinde. Im Bestreben der Verteidigung von Böhmen gegen heidnische Angriffer König Primus Lied den Deutschen Orden die Grafschaft von Chemnow gewährt. Diese Provinz wurde nie vollständig besiedelt und die Bevölkerung ist größtenteils immer noch heidnisch. Diese noble Geste könnte dabei helfen, die gefährdeten Grenzen von Böhmen zu schützen und den Heiligen Krieg gegen die Heiden voranzutreiben. Da oben. Okay, jetzt haben sie eine Provinz. Unsere Gattin ist schwanger. Sehr gut.
gucken, ob das hinhaut. Unsere Enkelin natürlich wieder. Irgendwie sterben uns so langsam alle weg, habe ich das Gefühl. Perfekt. Schlagen die Gegner dort. Was ist das hier denn? Livland und so. Ah, die ganzen anderen heidnischen Länder, okay. Treiben wir auch an. Also ich kann jetzt auch mal der Papst Geld schenken, finde ich. Zwillinge bekommen. Bam. Hier haben wir auch mittlerweile zwei Gebäude, genau, deswegen rebellieren die auch nicht. Bam. Oh. Schnell dahin. Wo gehen die denn jetzt hin? Hallo? Hoch, Wohlgeborener, der Orden braucht weitere Burgen zur Verteidigung des Christenheck gegen die bösartigen Heiden. Ich habe erfahren, dass es in eurem Reich einen geeigneten Standort gibt, nämlich in Estergom. Ich zahle euch 100 Gold für das Recht, dort eine Festung zu errichten. Der Friede des Herrn sei mit euch. Nein. Aus dem einfachen Grund, weil es unsere Hauptstadt ist und unsere einzige Provinz, wenn man hier auf Wirtschaft guckt, die ansatzweise ein bisschen was wert ist. Okay, da ist auch schon halt eine Feudal. Ah, okay, er hat schon eine Feudalmonarchie, sehe ich gerade. Ah, das kommt, weil das Kroaten sind. Also für ein Stammesland ist das halt relativ viel wert. Wäre das, hätte er jetzt irgendeine andere Provinz hier gefordert, irgendwie hier hinten oder so, kein Problem, aber die brauche ich leider selber. Heiraten, perfekto. Das Ding ist auch erobert. Ja, komm, das schafft ihr. Perfekt. Die haben sie besiegt. Dann kann ich auch eigentlich die Provinz dort zurückerobern. Ah, jetzt sieht es endlich mal gut aus langsam für uns. Das Einzige, was uns jetzt halt wirklich noch stört, ist der Byzantiner. Aber sonst, soweit wird das langsam. Jetzt lass ich ihn erstmal angreifen. Perfekt, und jetzt rein. Komm noch rechtzeitig, yo. So, wir haben 100. Ich sehe gerade sogar, der König von denen ist gestorben. Hier, der Vinkintas. Jetzt haben sie ihn in der Macht. Oh, die haben schon drei Könige, glaube ich, gehabt, oder? Sehe ich das gerade richtig? Oh ja. 899, 900 und jetzt der nächste 901. Aha. Einer nach den anderen. Woran ist er schon? Krebs? Krebs? Boah. Ist ein Arm dran da. Ja, und jetzt können wir. Wir haben Krämpfe. Okay. Jetzt können wir hier mal endlich Moldau fordern. Perfekt. Jetzt haben wir Moldau. Heiligen Krieg hier gewonnen. So. Können auch Königreich von Walachei weiterstellen, das ist aber nicht unser Ziel natürlich. Stammesland und so müssen wir hier alles abgeben. Wir haben ja gerade einen Sohnemann bekommen. Kortrak heißt er. Den werden wir mal, okay, dafür sind die natürlich alle nicht. Die Städte werde ich jetzt schon mal irgendwelchen Adligen einfach vor meinen Hof hier geben. Er wird mal ein Bistum hier bekommen. Gandalf, Junge. Vielleicht eine Frau für dich? Die ist entzüchtig, die will eh keiner. Du hast nur eine Tochter. Bekommst du auch nur eine Stadt? Nee, will mein Rat wieder nicht. Gucken wir mal. Telerik. Was ist das? Unser Verwandter. Können wir denen die Provinzen geben? Warum sagen die da immer nein? Ich verstehe das nicht. Die sollen nicht immer nein sagen. Das nervt. Nebenbei können wir mal hier. Ach, 12. September. Kommt immer eine Stadt hier. Bürgermeister. Und dann bekommt er auch nochmal hier. Die
die ganzen Tengris mache ich einfach zu irgendwelchen Bürgermeistern. Wenn die sterben, bekommt er ihn automatisch katholischer Nachfolger. Von daher ist es mir relativ egal. Da werden wir mal kurz zwei Heilige anordern. Eins, zwei. Wo die jetzt auch immer sind. Unsere Tochter. Gut, die sind jetzt in unseren Hof eingetroffen. Er wird einmal Bischof. Und du wirst einmal hier Bischof. Ja, sonst. Das Stammesland müssen wir halt abtreten, leider. Ja, genau, er ist ja der Nachfolger hier. Oder? Hast du von der Le. Warte mal, das ist jetzt ganz interessant hier. Das ist ja. Genau, er ist deutsch. Das ist seine Mutter. Da übernimmt er das nicht. Okay, übernimmt dann stand der andere vom Passau dort. Ach so, weil es ein Familienmitglied ist, okay. Aber er ist verheiratet mit der von Istrien. Okay. Okay, interessant. Bist also verlobt. Ja, dann schauen wir mal, ob wir hier mal eben kurz das Familienmitglied irgendwie geben können. Wahrscheinlich nicht, weil wenn er es nicht kriegen kann, weil es ein Verwandter ist, gut, dann müssen wir das einfach irgendwie so eingeben. Kreuzzug für Aquitanien. Dann nehmen wir dran teil, würde ich sagen. Sortieren wir mal eben kurz nach Meinung. Ihnen kann ich das wiederum geben, dann tue ich das mal. Ich irgendwie doof, dass ich das jetzt nicht alles meinen Familienmitgliedern geben kann, einfach. Ich weiß, die sind nordisch, aber das wird sich über die Zeit automatisch verändern. Gut, wir haben jetzt einen Kreuzzug für Aquitanien. Daran werden wir auch direkt teilnehmen. Kreuzzug immer gut, Krieg auch für uns. So. Aber wie das Ganze dann abläuft, sehen wir im nächsten Part, würde ich sagen. Und auf jeden Fall Kreuzzug für Aquitanien. Seine Heiligkeit Papst Jonas VIII. Ist von der Hilferufen der christlichen Bevölkerung von Königreich von Aquitanien überzeugt worden. Er ruft alle tauglichen Männer Europas auf, ihre Waffen gegen die bösartigen Heiden, gegen die bösartigen Kaiser Hafiz von Hispanien zu erheben, um Aquitanien aus den Fängen der mohammedanischen Ungläubigen zu befreien. Gott wird den Pilgern dafür ihre Sünden erlassen. Okay, und damit würde ich sagen, beenden wir hier erstmal den Part. Ja, ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Aber ja doch recht erfolgreich jetzt. Haben endlich mal gegen die Bulgaren gewonnen, auch wenn es daran lag, dass sie stark angeschwächt waren. Leider dafür gegen die Byzantiner verloren. Ich hoffe, dass da mal irgendwie ein fetter Bürgerkrieg bei denen kommt und die uns zufrieden lassen und wieder vielleicht ein paar Provinzen erobern können. Aber naja, Hoffnung stirbt zuletzt. Und ja, wenn es so der Fall ist, dass es euch gefallen hat, lasst einfach einen Daumen und einen Kommentar da und ein Abo, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Ciao, bis zum nächsten Mal.